und herzlich willkommen an all meine Zuschauer und Filmfans da draußen zu einem neuen Video hier auf Lord Gamgam for the Other Side of Movies. Ja, und heute gibt es eine neue Ausgabe der Lordschen Film Collected, das Monatsupdate für den April. Das fällt diesmal etwas überschaubarer und daher von der Lauflänge sicherlich etwas knackiger und kürzer aus, denn hier werde ich euch diesmal nur 6 Filme bzw. Veröffentlichungen, Editionen präsentieren, die noch in meine Sammlung gewandert sind. Alles andere habe ich euch natürlich in den einzelnen Videos präsentiert gehabt. Dabei sind natürlich auch 2 Filme, die ich schon 1 bzw. 2 in meiner Sammlung stehen habe, aber da habe ich mich einfach breitschlagen lassen, weil mir die Veröffentlichungen irgendwie gefallen haben. Und das werden wir uns natürlich jetzt in den nächsten Minuten auch etwas näher anschauen. Den Anfang machen wir natürlich mit der einzigen Keepcase-Veröffentlichung, die ich euch hier präsentieren möchte, und zwar von Koch Films, und zwar The Beach House, der am 22.04. auf Blu-ray und DVD rausgekommen ist. Ein Film, den ich schon vor längerer Zeit Amazon Prime gestreamt hatte und der weit oben auf meiner Watchliste stand, weil er mich von der Thematik her, von dem Subgenre an sich durchaus interessiert hatte und weil er dann auch die eine oder andere recht gute, solide Kritik bekam, ja, und dann waren vielleicht meine Erwartungen etwas zu hoch gewesen an The Beach House von Jeffrey A. Brown aus dem Jahre 2019. Der Film wird auch von dem einen oder anderen auch als kosmischer Horror angesehen. Das würde ich jetzt eher an der Stelle verneinen, weil man sieht am Anfang des Films ganz klar, wo der Schrecken eigentlich emporsteigt aus den Tiefen des Meeres. Es geht hier um dieses junge Studentenpaar Emily und Randall, die im Wochenende im Strandhaus von Randalls Vater verbringen wollen und anfänglich alleine dort sind, scheinbar, und dann später auf ein älteres Pärchen stoßen, die scheinbar auch Randalls Vater kennen und dort auch das Wochenende verbringen wollen und so auch ein paar Probleme haben wie Emily und Randall, weil Emily selber studiert Astrobiologie, die hat einiges vor in ihrem Leben und Randall selber weiß eben nicht, was er aus seinem Leben eigentlich machen soll. Ja, der hat überhaupt gar keinen Plan, ja, und würde lieber alles hinschmeißen, und das ärgert Emily ein bisschen, die Astrobiologie studiert, und das passt eigentlich auch ganz gut zu dem Film, aber Emily selber kann das Mysterium selber, was dann im Film passiert, auch nicht wirklich entziffern. Es sind immer nur vage Vermutungen, die ja im Raum stehen. Am besten ist es bei dieser Art von Film, dass sich der Zuschauer alles ein Stück weit zusammenreimt. Dann ist es vielleicht in Ordnung. Und auf der anderen Seite ist es halt so, dass sich hier die Darsteller, die durchaus gut gecastet sind, vor allem in der deutschen Sprachfassung, sich mit sehr, sehr steifen, hölzernen, verschwurbelten Dialogen rumärgern müssen. Und daher findet hier oder fand für mich keine großartige Charakterentwicklung in dem Film statt. Die haben alle auf der Stelle getreten, ja. Und der Film hat auch eine viel zu lange Exposition. Die nimmt fast eine gute Stunde in Kauf, und bis der Film dann wirklich mal in Fahrt kommt, ist er eigentlich auch rum, weil er mit gut 88 Minuten auch recht kurz ausgefallen ist. Und ich muss sagen, das ist in Ordnung, ja, ein Film muss nicht unbedingt 2 Stunden gehen, ja, man kann auch gut alles kompakt in 1,5 Stunden erzählen, aber der Film braucht einfach viel zu lange, bis er dann quasi zum Ziel kommt, ja, aber dann doch nicht das einlösen kann, was man sich vielleicht von der Handlung so erwarten würde, ja, und das fand ich halt ein bisschen schade, weil der Film verschenkt dadurch doch eine Menge Potenzial. Und dann habe ich mir nach dem Schauen eigentlich gedacht, das ist jetzt ein Film, den muss ich nicht unbedingt in der Sammlung haben. Aber ich habe mir dann noch gedacht, der Film hat so die ein oder anderen schönen Momente gehabt. Inszenatorisch hat er auf jeden Fall eine gute Grundstimmung, eine schöne Atmosphäre. Der Spannungsbogen selber knickt hier und da deutlich ein, muss man sagen, weil man sich halt sehr viel mit diesen Dialogen rumschlagen muss, ja, und die Figuren selber so ein bisschen mysteriös angelegt sind, vor allem dieses ältere Paar hier, wo der Mann von Jake Weber gespielt wird, den man zum Beispiel aus dem Dawn of the Dead Remake von Zack Snyder kennt, ja. Ja, aber auf jeden Fall zum einmal schauen reicht es auf jeden Fall aus, ja, aber es ist jetzt kein Film, für den ich jetzt eine große Empfehlung ausgeben würde. Es ist auf jeden Fall solider, mittelmäßiger Öko-Horror, es ist wirklich mehr Öko-Horror, es wird natürlich hier auch ein bisschen von Creature-Feature gesprochen und so weiter. In die Ecke wird der Film auch gedrängt, aber man hat hier nicht wirklich viel Creature-Feature. Ja, der Film setzt natürlich anstatt auf Gore mehr auf Ekeleffekte, aber es sind auch nicht allzu viele. Es waren 2-3 Szenen gewesen. Mehr ist da eigentlich auch nicht drin. Ja, der Film wirklich arbeitet eher mit seiner subtilen Grundstimmung. Ja, und das ist auch vollkommen in Ordnung. Und das bringt der Film auch recht gut rüber, muss man sagen. Und
Ja, die Blu-ray selber hier kann sich auch sehen lassen. Also ich muss sagen, von der Qualität der Bildton kann man absolut nicht meckern. Diesen Werbespruch hier oben, den sollte man auf jeden Fall nicht für voll nehmen. Straighter Horrorschocker, das ist der Film nämlich absolut nicht. Und hier kam natürlich jemand auf den ganz kreativen Titel Am Strand hört dich niemand schreien. Wobei das stimmt schon durchaus bei diesem Film, weil das sind auch unsere einzigen Charaktere, die wir hier allgemein im Film eigentlich auch treffen. Und hier oben steht es nochmal eine dichte Mischung aus Monster und Body Horror. Ja, The Beach House, eine kleine Synopsis. Da haben wir natürlich noch ein paar Szenenbilder, die technischen Informationen hier und noch die Credits, wie man es natürlich von Kochfilms gewohnt ist, von deren Veröffentlichung und Extras haben wir halt hier nur Trailer. Mehr bekommt man da nicht geboten. Ja, und ja, Making of oder so wäre sicherlich nicht schlecht gewesen, aber mehr war da halt nicht drin. Ja, also entweder, wenn man nicht weiß, ob der Film für einen was ist, wartet man einfach, ob man den irgendwo kostenlos dann vielleicht streamen kann. Oder wartet einfach, bis dann die Blu-ray oder die DVD für unter 10 € dann, ja, in irgendwelchen Aktionen dann rausgehauen werden. Ja, und das war jetzt auch mein Fazit zu The Beach House. Dann kommen wir zum, ja, nächsten Film. Und zwar ist das ein Import-Steelbook aus England, natürlich mal wieder bei Zavi was bestellt, und zwar unter anderem Blade Runner 2049, hier als Nummer 49 aus dieser Mondo-Reihe. Wirklich sehr, sehr ansehnliches Steelbook. DVÖ selber, weder die 4K noch die Blu-ray verfügen über deutschen Ton, aber es ist wirklich nur ein Sammlerstück, was ich mir zulegen wollte. Und hier hatte ich Glück, hier musste ich diesmal nicht extra noch Zoll und sonst was drauflegen, ja. Und der Zustand ist auch, muss ich sagen, gut. Ja, also hier war die Post gnädig gewesen, beziehungsweise sie ist eigentlich immer gnädig. Manche andere haben da schon ganz, ganz böse Überraschungen erlebt. Und ja, ich finde das Steelbook auf jeden Fall von der Umsetzung sehr gut. Hier natürlich der Filmtitel und so. Ein paar Informationen, die Darsteller haben hier auf den PVC-Schuber drauf gedruckt. Hier schon mit dieser Glanzfolie, die so schön spiegelt. Finde ich sehr, sehr schön umgesetzt. Also ich muss sagen, allgemein ein sehr schönes Steelbook. Und dann haben wir natürlich hier so die Front, wo auch so der Filmtitel halber drauf ist und auch so schön spiegelt. Der Druck ist auch sehr, sehr schön. Das Motiv finde ich auch sehr, sehr gelungen. Ja, dann natürlich hier so das Bein. Hier oben mit der Nummer nochmal. Und auf der Rückseite haben wir dieses Motiv. Und hat auf jeden Fall was. Also als das angekündigt wurde, als ich das Motiv sah, da habe ich echt nicht lange überlegt, habe mir gesagt, okay, das wäre auf jeden Fall ein Steelbook, was mir durchaus gefällt, was ich mir auch in die Sammlung holen würde. Einfach nur als Sammlerstück, ja. Und im Inneren auch recht ansprechend gestaltet, das Ganze hier mit der 4K und der Blu-ray-Disc. Natürlich kann man die Blu-ray auch hier abspielen, ja, aber wie gesagt, kein deutscher Ton mit an Bord. Jo. Gut, dann haben wir das erstmal durch hier. Ja, also ich glaube, das müsste es auch noch zu kaufen geben. Weil, ja, mittlerweile so Steelbooks sind jetzt nicht mehr so begehrt. Also Mediabooks sind ja mehr so gefragt. Aber hier kann man auf jeden Fall mal zugreifen. Gut, dann kommen wir jetzt zu einem Film, zu einem ersten Teil von einer Trilogie, die 2018 ihren Anfang nahm auf Netflix, wo ich gedacht habe, okay, die Filme, die werden sicherlich auch bei Netflix bleiben, aber als dann die Ankündigung kam, dass diese drei Teile jetzt nach und nach im Digipack auf Blu-ray und DVD veröffentlicht werden, ja, dann war ich dann doch recht interessiert daran, preislich gesehen, ja, 25 € jetzt pro Titel, ja, liegt vor allem daran, dass wir es hier mit Animes zu tun haben. Aber die Inszenierung des Themas ist natürlich sehr reizvoll. Es geht natürlich hier um Godzilla, Planet der Monster, den ersten Teil dieser neuen Trilogie bzw. Saga, wie da unten steht, hier von KSM Anime, veröffentlicht im Vertrieb von Koch Films hier als Collector's Edition. Ja, und sieht auf jeden Fall sehr schön aus, dieses Digipack hier. Und drumherum hat man natürlich dann hier noch diese Banderole mit allen wichtigen Informationen. Diese aber auch die anderen beiden Teile kamen ja eher gemischt an, ja, was vor allem am Animationsstil liegt, was vor allem auch daran liegt, dass Godzilla hier am größten ist, ja, eine riesige Form angenommen hat. Ja, aber dennoch bin ich mal gespannt,
was der Film denn so alles bietet. 88 Minuten geht das Ganze hier. Und Extras sind hier auch ein paar an Bord. Wir haben hier zwei Booklets, dann haben wir drei Artcards. Ja, ein paar Trailer haben wir hier, mehr eigentlich nicht, aber immerhin hat man hier ein bisschen Bonus-Stuff noch mit dabei gepackt. Und ich muss sagen, das Digipack sieht einfach verdammt gut aus. Das gefällt mir richtig gut hier, so mit der Prägung der Stacheln hier von Godzilla. Schön glänzend das Ganze. Hier am Licht schöne Glanzbeschichtung. Das geht natürlich über das komplette Digipack hier rüber, über den kompletten Schuber. Also das gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Da kann man absolut nichts gegen sagen. Und auch von der Verarbeitung her ist das echt tippitoppi. Ja, der Preis, gut, muss man mal schauen, ob es im Preis fällt oder ob es nicht doch dann relativ schnell ausverkauft ist. Und dann haben wir natürlich hier das Digipack. Das klappen wir mal auf. Und dann haben wir natürlich hier in der Mitte die Goodies. Ja, einmal hier. Dann dieses sehr ausführliche Booklet hier und dann hier dieses Sketchbook mit lauter Zeichnungen drin. Die schauen wir uns natürlich auch gleich nochmal an. Und dann natürlich diese drei Artcards, wobei man natürlich sagen muss, ist, dass man hier ein bisschen ja einfallslos war. Man hat hier einfach nur die jeweiligen Hintergrundmotive genommen, die hier auch im Inneren des Digipacks zu sehen gibt und hat die einfach hier nochmal als Artcards rausgekloppt, aber ist okay. Kann man natürlich auch so machen. Man hätte natürlich auch andere Motive aus dem Film nehmen können. Wenn man sich zum Beispiel den Trailer von dem Film anguckt, da gibt es so viele Szenen, Momente, die man hätte auch für Motive verwenden können. Ja, und dann haben wir natürlich hier direkt in der Mitte dann die Disc, die auch, muss ich sagen, sehr ansprechend gelabelt ist. Das gefällt mir auch sehr. Und insgesamt muss ich sagen, eine sehr, sehr schöne Digipack-Veröffentlichung. Vor allem das Äußere ist ein schönes, durchgehendes Motiv, was auch vom Look her richtig schön aussieht. Das hat definitiv was und bin ich mal gespannt, ob bei den anderen Teilen die Digipack-FOVs auch so von der Gestaltung umgesetzt sind. Dann kann man absolut nicht meckern. Und wir schauen uns jetzt auf jeden Fall dann nochmal die beiden Booklets an und kommen dann auf jeden Fall erstmal hier zu dem Sketchbook. Hier sind nur Zeichnungen enthalten. Wir haben natürlich hier vorne eine ganz kleine Einleitung, aber es sind wirklich nur hier Design, Konzeptzeichnungen drin. Ja, also jetzt nichts Besonderes. Aber ist in Ordnung. Also als Dreingabe ist es natürlich toll. Man hätte natürlich auch beide Booklets zusammenbringen können. Ja, man hätte jetzt nicht zwei einzeln machen müssen, aber es ist in Ordnung. Ja, und sind eigentlich nur so Konzeptzeichnungen. Aber finde ich vollkommen in Ordnung, kann man natürlich so ein bisschen in den Style des Films auch ein bisschen reinschauen. Und dann haben wir natürlich dann hier nochmal dieses sehr ausführliche Booklet, wo natürlich auch ein bisschen was zum Film drin steht, wo wir hier auch ein Interview mit den beiden Regisseuren und dem Drehbuchautoren haben. Schön ausführlich hier auch ein bisschen was zu den Charakteren. Ja, dann auch nochmal was zum Design von Godzilla selber. So wie das 3D-Modell aussieht und natürlich auch das Setting selber von der Erde macht auf jeden Fall was her. Die ganzen Design-Skizzen hier ist auf jeden Fall dann doch sehr informativ. Ja, dafür, dass man dann doch nicht so viel Bonusmaterial auf der Blu-ray drauf hat, die vielleicht ein bisschen mehr über den Film noch rüberbringen könnte, aber ist in Ordnung. Gefällt mir gut, da haben wir natürlich hier noch ein bisschen Cast- und Crew-Angaben sowie den Booklet-Stuff, ja, wer hier für das Booklet verantwortlich war und so weiter und so fort. Also auf jeden Fall eine VÖ, die mich dann doch positiv überrascht hat, ja, wo ich eigentlich keine Erwartungen dran hatte, aber hier hat man wirklich bis auf ein paar kleinere Mängel, ja, hat man hier echt was Schönes gezaubert und da hat sich der Kauf allemal gelohnt, ja, hier für Godzilla, Planet der Monster. Ja, für diejenigen, die natürlich gerne Godzilla-Filme sammeln und so weiter, für die dürfte es auf jeden Fall etwas sein. Ja, ist natürlich mal was komplett anderes, wie Godzilla hier inszeniert wurde, wie er allgemein aussieht im Film selber. Natürlich, das spaltet die Meinung auch, genauso wie die Animationen selber in diesem Film, aber ich finde es auf jeden Fall sehr reizvoll. Ist mal was komplett anderes und deswegen habe ich mich auf jeden Fall sehr gefreut hier auf die Veröffentlichung dieser drei Teile und die werde ich mir natürlich dann auch erst anschauen, wenn ich alle drei in der Sammlung stehen habe. Ja, so in einem Rutsch, das passt natürlich am besten.
Kommen wir jetzt natürlich zu den beiden Filmen, die ich mir jetzt nochmal in die Sammlung geholt habe. Und da kommen wir natürlich jetzt zu einem Film, der jetzt auch in aller Munde war. Und zwar Psycho Gorman hier in der Cover C Mediabook-Variante. Das Mediabook, was jetzt auch regulär für den Handel rausgekommen ist. Also wo nur das Äußere natürlich anders aussieht. Ja, das Motiv, muss ich sagen, ist auch nicht schlecht. Aber die anderen beiden Motive, die ich natürlich in der Sammlung habe, die toppen das Ganze natürlich nochmal locker. Aber allgemein hier von der Umsetzung her ist es natürlich komplett identisch mit den anderen beiden kleinen Mediabooks. Aber ich muss sagen, sehr schönes Motiv. Und um Koch Films, aber auch den Film zu unterstützen, habe ich auf jeden Fall gesagt, okay, ich hole mir das Ganze nochmal. Und damit ist auch jetzt erstmal Schluss. Es kann natürlich sein, dass in ein paar Jahren irgendein anderes Label ja, sich die Lizenz von dem Film schnappt, um dann irgendwelche Repack-Mediabooks oder sonst was rauszubringen. Wer weiß, wer weiß. Aber das reicht jetzt erstmal, das ist jetzt der absolute Overkill, was hier an Mediabooks zu Psycho Gorman rausgehauen worden ist, hier mit der Cover-C-Variante. Gut, und der andere Film, ja, der kam jetzt erstmal nicht im Mediabook raus, auch schon vor einer Weile, und zwar Krampus aus dem Hause Sinestrange, in ihrer als Limited Two Disc Mediabook, beziehungsweise aus ihrer Sinestrange Extreme Reihe. Ja, wobei Extreme, das steht eher für mich so für wirklich harte Horrorfilme. So, also Krampus ist ja eher eine Horrorkomödie aus dem Jahre 2015, der Mai 2016 dann auch im Heimkino rausgekommen ist. Erstmalig natürlich auch in diesem Steelbook, und das hier ist die Cover A-Variante. Und Cover B ist natürlich das Motiv, was schon auf dem Steelbook drauf war, und beide sind auf 3 und 33 Stück limitiert. Ist ein reiner Repack. Wir haben natürlich hier noch ein 24-seitiges Booklet von Nandorona mit am Start. Die Discs sind ein bisschen anders, wenn auch ziemlich langweilig gelabelt. Der Filmtitel ist natürlich mal wieder falsch rum hier auf dem Spine drauf. Ja, und das Ganze ist hier die Nummer 22 aus dieser Reihe. Sinestrange hat natürlich viele Sammelreihen, die sie teilweise nicht fortsetzen oder was auch immer. Bahnhofskino gibt es zum Beispiel da, aber die ist ja auch noch relativ jungfräulich, diese Reihe. Da gibt es, glaube ich, gerade mal drei Titel oder so. Ja, oder ihre Giallo-Reihe, Violenza all'Italia, und oder wie das auch immer heißt, aber da kann man immer mal wieder froh sein, dass von bestimmten Titeln dann auch normale Keep Cases rauskommen. Hier ist es halt andersrum. Hier haben wir diese Mediabook Repack und ist vollkommen in Ordnung umgesetzt, ja. Immerhin hier unten natürlich nochmal der Hinweis: Limited Edition mit der Limitierungsnummer sowie natürlich der Limitierung an sich. Dann noch hier ganz klein Cover A im EAN-Kästchen, und dann gucken wir uns das Ganze mal von innen an. Ja, man hätte sich natürlich vorne und hinten hier oben da ja, das sparen können, mit dem Hinweis, dass es hier ein 2-Disc-Mediabook ist, und hinten, dass es aus der Extreme-Reihe ist, das hätte man weglassen können. Und im Inneren selber haben wir natürlich dann erstmal hier auf der linken Seite die Blu-ray-Disc, die relativ schlicht bedruckt ist, ja. Und auf der rechten Seite dann noch die DVD, die mit diesem auch wieder sehr schlichten Print daherkommt. Und im Inneren haben wir dann natürlich noch diese zwei, ja, Motive hier: einmal diesen etwas verstört wirkenden Weihnachtsengel und dann noch diesen netten, grimmig dreinschauenden Herrn. Ich finde von der Umsetzung her, vom Druck her, finde ich es auf jeden Fall gut. Wurde natürlich ein bisschen verfremdet von den Bildelementen her, aber kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Dann haben wir natürlich hier noch das Booklet, wo hier natürlich auch nochmal das Cover B-Motiv bzw. Motiv vom Steelbook nochmal abgebildet ist. Und dann haben wir natürlich hier noch ein bisschen so Credits. Hier der gute Krampus selber, der seinen Mund nie wieder zubekommen wird. Und dann haben wir auf jeden Fall hier eine schöne Abhandlung, ja, über den Film teilweise, aber auch manchmal mehr so über andere Film-, TV- und Serienproduktionen, die sich mit Weihnachten beschäftigen. Nicht unbedingt nur aus dem Horrorbereich. Hier haben wir natürlich die gute Conchita Ferrell, die leider letztes Jahr verstorben ist, die man als Haushälterin, als Two and a Half Men kennt, die auch wirklich hier eine tolle Rolle hat, als alte, grantelnde Tante. Und auf jeden Fall ein Film, der für mich schon seit vielen Jahren zum Pflichtprogramm vor oder an Weihnachten gehört. Ja, der Film gehört einfach dazu. So wie schon Trick or Treat, den Michael Dougherty ja auch umsetzte. Und so wird natürlich am Ende des Mediabooks auch ein bisschen drauf eingegangen,
auf seine letzte Regiearbeit. Das war natürlich Godzilla, King of the Monsters gewesen. Und ja, nachdem der Film nicht so erfolgreich war kommerziell, hat man auch großartig nichts mehr von ihm gehört. Er hat immerhin am Drehbuch von Godzilla vs. King Kong mitgeschrieben, ja, aber sonst als Regisseur hat er gar nichts mehr betreut. Finde ich ein bisschen schade, weil ich muss sagen, Michael Dougherty hat als Regisseur doch einiges auf dem Kasten. Ja, es wird natürlich immer wieder spekuliert, ob irgendwann vielleicht doch nochmal Trick or Treat 2 kommt, aber Trick or Treat könnte auch mal offiziell endlich mal hier in Deutschland auf Blu-ray erscheinen. Es gibt den Film ja nur inoffiziell als Blu-ray, finde ich ein bisschen schade, weil das ist natürlich auch ein absoluter Pflichtfilm, schon seit längerer Zeit, jedes Jahr ein Halloween, ja, gehört einfach dazu und ich muss sagen, Krampus schlägt eigentlich genau in die gleiche Kerbe und ist vielleicht ein bisschen schwächer als Trick or Treat, aber dennoch muss ich sagen, ein richtig guter Film, der auch eine richtig schöne Stimmung verbreitet und so weiter. Und ich finde das Mediabook in Ordnung. Für knapp 33 Euro vielleicht ein bisschen zu teuer, ja, aber kann sein, dass es irgendwann auch im Preis fällt, weil bis jetzt ist es nicht out of print, ja, das kriegt man immer noch. Und für diejenigen, die vielleicht noch am Überlegen waren, sich von dem Film irgendeine andere Edition zu zulegen als ein Steelbook, es gibt halt nur diese beiden Mediabooks, ja, dann kann man da natürlich getrost zugreifen. Gut, dann kommen wir auch jetzt zum letzten Teil aus einer auch schon recht langlebigen Mediabook-Sammelreihe, die natürlich immer damit protzt, uncut zu sein, ja, aber da schon seit einigen Jahren Titel rauskommen, die auch FSK 16 sind und wo der eine oder andere schon berechtigterweise auch meckert, muss ich sagen, und wo ich auch viele Titel ausgelassen habe, weil ich mir denke, da kommt auch eine ganze Menge Crap in dieser Reihe raus, aber jetzt habe ich mal wieder zugeschlagen, hier bei der Nummer 23 und zwar Red Screening. Blutige Vorstellung ist ein südamerikanischer Giallo-Beitrag, eine Huldigung, eine Hommage sozusagen. Wobei ich sagen muss, hier schon mal ein Spoiler am Rande, die Nummer 24, Benny Loves You, gefällt mir sogar oder interessiert mich noch ein Ticken mehr, weil dort geht es halt um einen kuscheligen Teddy, der ein Eigenleben führt wie Ted und ab und zu mal mit zum Messer greift. Und das ist eine britische Produktion und auf den bin ich noch ein bisschen mehr gespannt, aber Red Screening wollte ich jetzt unbedingt mal eine Chance geben, weil ich solche Giallo-Hommagen durchaus mag, ja, und der scheint auf jeden Fall ganz gut umgesetzt zu sein. Die Kritiken sind teilweise recht wohlwollend bis mittelmäßig, aber muss natürlich jeder für sich erstmal schauen, ob der Film vielleicht was ist, ja, man sollte sich immer ein eigenes Bild davon machen und deswegen habe ich mir gedacht, so, okay, greife ich hier auf jeden Fall mal zu, ja, auch wenn diese Reihe nie vollständig sein wird, weil ist mir eigentlich immer auf den Film drauf ankommt und da sind mir einfach zwischendrin zu viele Rohrkrepierer rausgekommen, ja. Vor allem, wenn man bedenkt, wie die Reihe angefangen hat mit Spür-JK-Titeln und dann irgendwann FSK 18 und dann gab es dann irgendwann FSK 16 Filme wie so Monster Project, wo man sich gefragt hat, okay, muss der jetzt unbedingt da in dieser Reihe erscheinen? Interessanterweise ist das Mediabook hier sogar auf 3500 Stück limitiert. Wir haben auch ein bisschen Bonusmaterial dafür. Mit 88 bzw. 84 Minuten auch sehr kurzweilig ausgefallen. Hier ist natürlich auch wieder ein Poster mit drin, was ich natürlich auch sehr schön finde. Und ich glaube, ich habe sogar bei den ein oder anderen, die die Reihe komplett sammeln, auch mal die Poster erblicken können, die sogar signiert sind, weil sind meistens auch in den Veröffentlichungen so Poster mit drin. Ich weiß nicht, wie viele Stück, 100 Stück oder so, die dann auch unterschrieben sind von dem Regisseur selber. Und mir ist es, ich weiß nicht, bei wem es war, da ist mir sogar aufgefallen, dass es demjenigen nicht mal aufgefallen ist, dass sein Poster signiert ist. Ja, da musste ich so schmunzeln. Aber ich habe es mir an der Stelle gespart, da einen Kommentar zu schreiben, um ihn darauf hinzuweisen, dass da eine Signatur von dem Regisseur drauf ist. Ja, aber guckt nochmal nach, wenn ihr die Reihe komplett habt oder so, ob nicht da ihr nicht irgendwo sogar ein Poster habt mit der Unterschrift des Regisseurs, ja, das ist natürlich eine absolute Krönung, ja. Das ist natürlich auch nett, dass Peru Le Fou das macht, ja. Auf jeden Fall anständige Veröffentlichung. Dagegen kann man nichts sagen und auch schon seit einigen Veröffentlichungen gibt es natürlich dann hier diesen Werbeflyer, wo natürlich auch so ein bisschen aufgemacht ist, so im Capelet-Style hier, also dieses Mediabook-Bücherregal, ja. Und hier auf der Rückseite haben wir natürlich dann auch nochmal die Sammelposter, selber die ganzen Motive, da waren schon einige richtig gute Motive dabei, die sogar besser waren als das eigentliche Mediabook-Frontmotiv, ja. Aber okay, man hat sich dann natürlich fürs andere Motiv entschieden und hier
haben wir noch das Poster und ja, ist ein recht simples Motiv. Jetzt nichts Bahnbrechendes oder so. Ich glaube, das war ein bisschen aus. Hier unten Red Screen, blutige Vorstellung. Aber es ist jetzt ein Motiv, das für mich jetzt ehrlich gesagt keine Bäume rausreißt oder so ähnlich. Ja, hier war ein Killer. Oder soll schon mal der Killer sein. Sieht so aus, als ob der eine Tüte über dem Kopf hätte oder so. Ja, natürlich ist es eine Kapuze. Geht in Ordnung, muss ich sagen. Ja, kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Dann gucken wir uns natürlich jetzt noch das Innere des Mediabooks an. Haben wir natürlich hier auf der linken Seite die DVD, die hier mit diesem Motiv gelabelt ist. Und dann haben wir natürlich auf der rechten Seite dann das Motiv vom Poster hier auf der Blu-ray-Disc drauf. Und dann haben wir natürlich hier nochmal ein bisschen vergrößert quasi diese schwarzen Handschuhe, die hier diese beiden Augäpfel halten. Finde ich, ist ein sehr, sehr schönes Motiv. Ich finde es in Ordnung, dass man quasi hier einen Ausschnitt vom Frontmotiv fürs Innere nochmal verwurstet hat, weil das sieht echt gut aus. Das hat einen gewissen Stil. Hier kann ich auch sagen, dass eine bildliche Wiederholung innerhalb des Mediabooks vollkommen in Ordnung ist, ja. Und dann kommen wir natürlich noch zum Booklet. Und das ist auch per Rolifo gewohnt schön aufgemacht. Von den ganzen Bildern, vom Text natürlich. Ist der Bildanteil hier ein bisschen höher als der Text selber, weil der Text selber von der Schrift schon ein bisschen klein gehalten ist. Aber ich muss sagen, hier finde ich das Ganze doch recht stimmig umgesetzt. Und es wird auf den Film eingegangen, aber natürlich auch auf die ganzen Vorgänger bzw. das Genre, dem der Film auch deutlich huldigt. Ja, und das finde ich auch vollkommen in Ordnung hier. Das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Und dann ist natürlich hier auch noch ein Interview von der Deadline drin. Wobei dieses Interview ist auch in der letzten Deadline drin. Ich weiß noch nicht, ob es ganz ist oder ob man das jetzt einfach hier nochmal für dieses Mediabook recycelt hat. Aber ich gehe mal davon aus, dass es so ist. Steht ja auch hier Booklet-Text und Interviews in Kooperation mit Deadline, dem Filmmagazin. Finde ich vollkommen in Ordnung. Die Deadline selber, die lese ich schon seit der ersten Ausgabe und ist nach wie vor ein wirklich gutes Filmmagazin, ja, auch wenn da so die ein oder andere Meinung, was bestimmte Filme und so weiter angeht, schon deutlich auseinander geht, ja, in den letzten Jahren, aber das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Und der gute Manu von den Filmfressen, ja, der schreibt natürlich auch regelmäßig für die Deadline. Da könnte man natürlich mal auf dem seinem Kanal, die Filmfressen, mal vorbeischauen, wenn er den Kanal noch nicht so im Blick hatte. Da bespricht er mit dem guten Peter Sam immer so. Ja, auch ältere Genrefilme, Geheimtipps und so weiter und so fort. Ein wirklich sehr, sehr guter Kanal, der sehr, sehr viel Spaß macht, ja. Und Red Screening selber finde ich auf jeden Fall ist ein gelungener Mediabook Release und der Film selber, der dürfte durchaus was taugen. Gut, damit sind wir jetzt auch durch mit dieser neuesten Ausgabe der Lordschen Filmkollekte. Ja, das Monatsupdate für den April. Ja, ist jetzt nicht allzu viel, was noch zusammengekommen ist, aber ich muss sagen, die Veröffentlichungen selber können sich sehen lassen, ja. Und ihr könnt natürlich in den Kommentar reinschreiben, wie euch die so gefallen, ob ihr die Filme kennt, ja. Was ihr natürlich von den Veröffentlichungen so haltet, könnt ihr eure Gedanken wieder in die Kommentare reinposten. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dieser neuesten Ausgabe der Lordschen Filmkollekte. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder, vielleicht zu einer Review-Kritik oder zu irgendeinem anderen Video hier auf Lord Gamgam Full, The Other Side of Movies. Ciao, euer Chris.